Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christopher Georgi. Ich habe bis vor kurzem noch an der TU Dresden studiert, Lehramt für Deutsch und Geschichte. Und ja, habe da meine Masterarbeit jetzt vor kurzem abgegeben. Und da das Thema eigentlich ganz gut herpasst, möchte ich ja meine Masterarbeit heute im Kurzen mal vorstellen. Ich habe mich näher mit Buchstaben in Gramm beschäftigt. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen eigenartig. Ich werde das dann auch nochmal genauer erläutern. Aber ja, ich möchte erstmal schrittweise vorgehen und zunächst erstmal einführen, da es eben um Buchstaben in Gramm in der Autorenattribution geht, zunächst erstmal erläutern, was ist überhaupt unter Autorenattribution zu verstehen. Danach möchte ich dann einen Überblick über die Buchstaben-N-Gramme geben. Was versteht man unter Buchstaben-N-Gramm und welche Vor- und Nachteile haben sie bei der Autorenattribution? Und dann schließlich möchte ich auf den Untersuchungsablauf und die Ergebnisse meiner Masterarbeit eingehen und dann ja mit einem kurzen Fazit meiner Arbeit abschließen, meinen Vortrag abschließen. Ja, zunächst, was ist unter Autorenattribution zu verstehen? Ja, wir haben folgende Situation vorherrschend. Wir haben dann in der Regel einen anonymen Text vorliegen. Also wie man jetzt hier auf der linken Seite sieht, das heißt eine bestimmte Botschaft. Hier sind jetzt eben Buchstaben ausgeschnitten worden und zusammengeklebt worden, sodass der Autor anonym ist. Also wir können den Autor nicht über die Schrift fassen. Es ist ja auch kein Name unter dem Text vermerkt. Das heißt, ein anonymer Text. Und der Text ist dann in der Regel Teil einer kriminellen Handlung. Oder wie an diesem Beispiel zu erkennen ist, der Text ist ja selbst eine kriminelle Handlung, da es sich in dem Fall zum Beispiel um ein Erpresserschreiben handelt. Und das Ziel innerhalb der Autorenattribution besteht darin, den Autor des Textes zu ermitteln, mit den Merkmalen oder den Eigenschaften, die wir halt da vorliegen haben in dem Text. Ja, wie funktioniert das? Wie bestimme ich den Autor eines Textes? In der Regel ist es so, dass wir dann zu einem Text einen oder meistens mehrere Verdächtige haben. Es ist auch teilweise so, dass wir nur den Text vorliegen haben und es soll dann sozusagen ein Profil erstellt werden. Also wer könnte den Text geschrieben haben? War es eher eine Frau, eher ein Mann? Welches Alter und so weiter? Das ist auch eine Möglichkeit. Damit habe ich aber mich nicht in meiner Arbeit beschäftigt, sondern mit dem Fall, dass wir eben schon verdächtige Personen vorliegen haben. Das ist dann hier mal auf der rechten Seite, habe ich das gekennzeichnet. Das heißt, wir haben sozusagen den Text. Wir haben mehrere verdächtige Personen. Ja, und wie gehe ich jetzt vor? Wie überprüfe ich jetzt, ob die Personen dieses Erpresserschreiben verfasst haben? Ich lasse mir von den Personen Textbeispiele geben, Textausschnitte geben. Am besten mehrere Textausschnitte natürlich, dass wir eine gute Vergleichsbasis haben. Und dann, also zum Beispiel, ich kann jetzt von einer Person also einen Text verfassen lassen oder lass mir eine E-Mail von diesem Verdächtigen geben beispielsweise. Und dann vergleiche ich eben bestimmte sprachliche Muster, die in dem anonymen Text auftauchen, mit den sprachlichen Mustern, die wir halt bei den Vergleichstexten haben. Und wenn man dann Glück hat, sozusagen einen Volltreffer landet, dann hat man halt bestimmte Strukturen, die zwischen dem Tatschreiben und den Texten, die ich von einem Verdächtigen habe, gleich sind. Und dann können wir halt mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist halt wichtig, also wir können keine klaren Aussagen treffen, ob jetzt der anonyme Text tatsächlich von der Person verfasst wurde, sondern es sind eben lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen, die wir treffen können. Das heißt, wir können dann sagen, der Text ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von dieser Person verfasst worden. Ja, die Autorenattribution kann qualitativ oder maschinell erfolgen. Das heißt, also sie kann auf der einen Seite von Experten durchgeführt werden. Das habe ich eben auf der linken Seite mal dargestellt. Und bevor es Beschwerden gibt, dann auch sicherheitshalber mal gegendert. Und
Genau, also es kann von Experten durchgeführt werden. Hier ist dann der Vorteil, dass wir eben ja sehr genau analysieren können, auch für den Fall, dass wir eben zum Beispiel nur einen sehr kurzen Text vorliegen haben, kann eben da der Text sehr genau durchgegangen werden und überprüft werden. Die Experten haben natürlich dann ein entsprechendes linguistisches Hintergrundwissen, können dann sagen, welche Strukturen ähnlich sind. Auf der anderen Seite ist die Autorenattribution natürlich auch maschinell möglich. Hier besteht der Vorteil darin, dass wir eben viel größere Textmengen untersuchen können. Also wir können mit viel größeren Textmengen arbeiten. Der Computer kann natürlich damit gut umgehen. Das Problem ist auf der Seite eher, dass sehr kurze Texte noch nicht maschinell untersucht werden können. Also im Moment wird da intensiv daran geforscht und es gibt schon einige Fortschritte, aber es ist immer noch schwierig, kurze Texte zu untersuchen. In meinem Vortrag möchte ich mich auch speziell dieser rechten Seite, also der maschinellen Autorenattribution, zuwenden. Und ja, möchte jetzt erstmal zu dem Punkt kommen, was soll denn überhaupt im Rahmen der Autorenattribution untersucht werden? Ich habe schon gesagt, es geht eben darum, den Autor von einem anonymen Text zu bestimmen. Und jetzt geht es sozusagen um den Untersuchungsgegenstand innerhalb des Textes. Also was hilft mir denn dabei, den Autor zu bestimmen? Und zwar ist der Stil eines Textes hierfür entscheidend. Das ist ganz wichtig, es ist nicht der Inhalt entscheidend, sondern der Stil eines Textes, um eben den Autor eines Textes zu überführen. Was bedeutet Stil? Der Stilbegriff ist sehr vielschichtig, deshalb ist es zunächst schwierig, eine Definition zu finden. Was wir schon mal festhalten können, Stil ist natürlich nicht das Ende vom Wesen, aber Stil gibt es natürlich zum Beispiel in der Mode, kann man sagen, eine Person hat Stil, wenn sie eine bestimmte Kleidung trägt. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Fahrstile und so gibt es natürlich auch bestimmte Schreibstile. Also der Begriff ist schon an sich sehr vielschichtig angelegt und selbst innerhalb der Linguistik, also wenn wir uns auf den Schreibstil beziehen, ist es schwierig, eine feste Definition zu finden. Also es herrschen dann verschiedene Stilkonzeptionen vor oder verschiedene Auffassungen von Stil. Also zum einen geht man beispielsweise davon aus, dass Stil die Abweichung von einer sprachlichen Norm ist. Also Stil wird dann über zum Beispiel orthografische oder grammatische Fehler aufgefasst. Die Ansichtsweise ist schon etwas veraltet, wird aber durchaus teilweise noch von Forschern vertreten. Die zweite Möglichkeit, den Stil fassbar zu machen innerhalb des Textes, ist, dass man den Stil als Auswahl aus bestimmten Wortformen versteht. Das heißt, man geht davon aus, dass jeder Mensch bestimmte Wortformen bevorzugt. Also man kann ja Dinge auch immer verschieden ausdrücken. Ich kann sagen, ich habe es deshalb gemacht, ich habe es daher gemacht und so weiter. Es gibt verschiedene Ausdrucksweisen. Man geht davon aus, dass jeder Mensch individuell für sich bestimmte Wörter bevorzugt. Oder die dritte Möglichkeit, das ist besonders innerhalb der maschinellen Autorenattribution entscheidend oder wird häufig genutzt, dass man Stil über die Häufigkeit, auch Frequenz genannt, der Funktionswörter erfasst. Bei Funktionswörtern handelt es sich eben um Wörter, die vorrangig eine grammatische Bedeutung haben. Das heißt, die sich nicht auf den Inhalt beziehen, sondern eher, wenn ich jetzt einen Satz bilde, konzentriere ich mich ja auf den Inhalt und die Funktionswörter werden dann sozusagen schon mehr oder weniger unbewusst nebenbei mitgebildet. Deshalb habe ich auch nochmal notiert, unbewusste Kategorien. Also uns ist eigentlich nicht bewusst, in welcher Weise wir jetzt Funktionswörter gebrauchen. Wir können das nur begrenzt steuern. Funktionswörter eben beispielsweise und oder das, ein, in, nicht, bitte, zu. Das sind dann so Beispiele für Funktionswörter. Und auch die Buchstabenengramme, zu denen ich jetzt kommen möchte, sind solche unbewusste Kategorien. Das heißt, wenn ich jetzt als Krimineller ein Tatschreiben verfasse, dann möchte ich mich ja, wenn möglich, verstellen, damit eben Sachverständige oder Experten da mich nicht als Autor überführen. Und
Innerhalb der Autorenattribution ist es eben das Ziel, dass man solche Merkmale nutzt, die unbewusst gebraucht werden von den Autoren, also die man auch nicht steuern kann. Und zum Beispiel auch diese Buchstaben-Engramme, das heißt, ich werde es gleich nochmal näher erläutern, die Häufigkeit bestimmter Buchstabenkombinationen lässt sich natürlich eher nicht bewusst beeinflussen. Und das macht die Buchstaben-Engramme für die Autorenattribution insgesamt sehr interessant. Ja, erstmal zu Buchstaben-Engramm. Wenn man den Begriff so das erste Mal hört, denkt man vielleicht zuerst an Buchstabensuppe. Ist auch gar nicht so weit hergeholt. Nur wenn ich jetzt einen Löffel aus einer Buchstabensuppe nehme, habe ich natürlich zufällige Buchstaben da in meinem Löffel. Die Buchstabenengramme sind da schon etwas, systematischer angelegt. Aber wir nähern uns den Begriff mal schrittweise an. Und zunächst muss eben geklärt werden, was unter einem Engramm zu verstehen ist. Also bei einem Engramm geht man davon aus, dass es sich um eine Abfolge aus n aufeinanderfolgenden Einheiten handelt. Und bei den Einheiten kann es sich eben beispielsweise um Zeichen, Wortform, Wortarten, vielleicht auch ganzen Sätzen handeln. Als kleines Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Also wir haben Engramme verschiedener Länge, Monogramme, Bigramme bestehen dann beispielsweise aus zwei Einheiten. Wenn wir jetzt Wörter nehmen, dann beispielsweise sehr geehrte. Tetragramme, da haben wir schon vier Einheiten, also sehr geehrte Damen und. Das Pentagramme, dann zum Beispiel fünf Einheiten, sehr geehrte Damen und Herren und so weiter. Bei den Buchstaben-Engrammen sind die Einheiten, wie der Name schon sagt, dabei handelt es sich um Buchstaben. Und ich habe jetzt mal einen Textausschnitt vorbereitet, um das zu verdeutlichen. Das Arbeiten am Computer ist gefährlich, denn und so weiter. Wir könnten jetzt den Textausschnitt in Bigramme unterteilen. Und das System funktioniert quasi so, dass wir an der ersten Position des Satzes starten. Bigramme heißt ja n gleich 2, das heißt zwei Einheiten. Wir gehen zwei Einheiten nach vorne, extrahieren die erste Form, das ist dann DA. Und dann gehen wir sozusagen eine Einheit nach rechts weiter, extrahieren wieder zwei Einheiten, AS. Dann gehen wir wieder eins nach rechts weiter, wieder zwei Einheiten. Und so wird dann sozusagen dieser Satz in Bigramm aufgefasst. Einige werden sich jetzt vielleicht wundern, dass wir hier so einen Unterstrich vorliegen haben. Das sind dann die Leerzeichen, die auch mit in die N-Gramme eingehen. Die Leerzeichen sind Bestandteile in den Buchstaben N-Grammen, weil sie eben wichtige Informationsträger sind. Denn die Leerzeichen verraten uns dann, ob sich der Buchstabe am Beginn eines Wortes befindet oder am Ende eines Wortes. Das ist nochmal eine wichtige Information. Teilweise werden auch Satzzeichen in die Buchstaben N-Gramme mit einbezogen oder andere Sonderzeichen. Das habe ich jetzt in meiner Arbeit nicht mit berücksichtigt, wäre aber auch eine Möglichkeit und wird teilweise auch in der Forschung so gemacht. Im Englischen spricht man auch von Character Engrams. Da ist der Begriff mit Character sowieso schon etwas weiter gefasst und das sagt eben schon aus, dass wir da sämtliche Zeichen haben, die in diese Buchstaben-Engramme einfließen. So, wir könnten jetzt auch Tetragramme bilden, das heißt vier Einheiten jeweils extrahieren oder auch zum Beispiel Hexagramme. Sechs Einheiten. Und hier sieht man dann auch schon, dass wir teilweise auch ganze Bedeutungseinheiten, also mit Arbeit, in den Engrammen haben. Also da ist es schon ein bisschen fassbarer, was das jeweilige Engramm überhaupt darstellt. Ja, Buchstaben-Engramme werden bei der maschinellen Autorenattribution sehr gerne genutzt und erzielen auch sehr erfolgsversprechende Ergebnisse. Also sehr hohe Genauigkeiten in der Attribution. Und wenn man sich die Studien mal so anschaut, werden eben verschiedene Vorteile hervorgehoben, die Buchstaben-Engramme besitzen. So wird eben gesagt, dass die Buchstaben-Engramme sehr vielfältige Stilmerkmale erfassen. Also zum einen lexikalische Informationen. Ich habe es ja erst schon mal kurz gezeigt. Also zum Beispiel Arbeit oder weiteres Beispiel Autor oder Text, das sind dann gerade die umfangreicheren Buchstaben-Engramme, die eben eine größere Länge aufweisen, erfassen dann teilweise ganze Wörter. Hier müssen wir aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe es ja erst schon mal angedeutet, bei der Autoren- oder Autorschaftsattribution ist der Stil eines Textes entscheidend und nicht der Inhalt. Das heißt,
Wir müssen stets Inhalt und Stil voneinander trennen und möglichst auch den Inhalt bei der Autorschaftsattribution ausschließen. Und wenn wir jetzt solche lexikalischen Informationen einbeziehen, ist das natürlich so ein bisschen kritisch zu sehen. Es sei denn, ich habe jetzt Texte, die wirklich zu demselben Themengebiet oder zu demselben Inhalt verfasst wurden. Dann kann ich sagen, wenn der Autor für diesen Text da bestimmte andere Wörter verwendet, ist das auch kennzeichnend für seinen Stil. Aber das haben wir eigentlich selten vorliegen, den Fall, dass wir eben wirklich Texte haben, die zum identischen Inhalt verfasst wurden. Häufig haben wir eben dann ein Tatschreiben vorliegen, ein Erpresserschreiben und gleichzeitig dann eben als Vergleichsmaterial zum Beispiel eine E-Mail oder ein Brief oder was auch immer, also Texte, die dann auch zu völlig verschiedenen Inhalten geschrieben wurden. Zusätzlich erfassen Buchstabenengramme, so laut Auffassung der Forscher, kontextuelle Informationen, das heißt Informationen zu Wortübergängen. Also hier zum Beispiel das Pentagramm EN, Leerzeichen DA. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass es zum Beispiel in Wortformen vorkommt wie sagen das oder ja, gibt verschiedene Beispiele, also wo dieses Engramm vorkommen kann. Und dadurch erhalten wir eben Informationen, welche Wörter miteinander in Beziehung stehen oder miteinander gebraucht werden in dem Text. Die Zeichensetzung habe ich ja schon mal angesprochen. Das heißt, man kann auch die Zeichen in die Buchstabenengramme einbeziehen. Wie gesagt, in meiner Arbeit habe ich das jetzt erstmal nicht mit berücksichtigt. Wäre aber eine Möglichkeit. Und wir haben natürlich auch Informationen zur Groß- und Kleinschreibung, die durch die Buchstabenengramme mit erfasst werden. Also ja, ist eigentlich ganz, ganz klar soweit. Weitere Vorteile sind insbesondere die Fehlertoleranz. Denn bei der maschinellen Autorenattribution werden ja teilweise auch zum Beispiel Forenbeiträge untersucht. Texte, die eben auch sehr fehleranfällig sind, weil man eben schnell tippt und sich dann auch mal verschreibt. Und als kleines Beispiel, wenn ich jetzt das Wort Seminar statt Seminar habe, so ein kleiner Tippfehler vielleicht, der da entstanden ist. Das würde jetzt schon einen Fehler auf Wortebene darstellen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Programm arbeite, was die Wörter erfasst, würde das eben fehlerhaft erfasst werden. Bei den N-Grammen, also unterteilen wir das Wort jetzt in Bigramme, dann sind eben lediglich 2 Bigramme falsch, 3 Bigramme immerhin richtig. Das heißt, der Fehler hat nicht so einen starken Einfluss auf die Ergebnisse. Und man kann natürlich auch argumentieren, ich habe es ja erst schon mal angesprochen, dass Fehler eben auch Stilmerkmale darstellen und die werden natürlich durch die Buchstabenengramme dann auch mit erfasst. Weiterhin sind minimale maschinelle Voraussetzungen nötig, um mit Buchstabenengramm zu arbeiten. Also ich brauche jetzt keinen Hochleistungsserver von Google, um da einen Text in Buchstabenengramme zu unterteilen und das weiter zu verarbeiten. Es reicht da schon ein einfacher Laptop eigentlich aus. Weiterhin kann ich sprachunabhängig arbeiten. Das heißt, ja, ich kann auch andere Sprachen in Buchstabenengramme unterteilen. Es gibt da auch Studien, die ein und dieselbe Methode in verschiedenen Sprachen angewandt haben und insgesamt dann zu guten Ergebnissen gelangt sind. Und ein Faktor, der ganz kritisch zu sehen ist, zumindest auch von Linguisten, ist, dass eben von den Informatikern ganz oft gesagt wird, dass kein linguistisches Hintergrundwissen nötig ist, um mit Buchstabenengramm zu arbeiten. Das heißt, meistens haben die dann gewisse Genauigkeitsmessungen, um zu überprüfen, ob die Methoden zuverlässig arbeiten. Sie schließen eine Genauigkeitsmessung an, stellen fest, dass eben zu 99% die Texte richtig den Autoren zugeordnet werden und gehen dann halt davon aus, dass man eigentlich kein linguistisches Hintergrundwissen benötigt, um mit diesem Buchstabenengramm zu arbeiten. Was aber eben schwierig ist, ist, dass überhaupt nicht feststeht, was überhaupt mit den Buchstabenengrammen gemessen wird. Also auf welche Textmerkmale sich diese Engramme überhaupt beziehen. Und das war sozusagen auch die Forschungsfrage meiner Arbeit. Ich wollte eben insgesamt diese Buchstabenengramme etwas fassbarer machen und habe deshalb untersucht, welche Textmerkmale durch die Buchstabenengramme überhaupt gemessen werden. Ich habe dazu mit einem Perl-Skript gearbeitet, also meine Untersuchung basiert auf einem Perl-Skript und ich bin folgendermaßen vorgegangen. Zunächst habe ich die
wichtigsten oder informativsten Buchstaben in Kramme ermittelt für die Autorenattribution. Also welche Buchstabenkombinationen sind da am entscheidendsten? Und anschließend, ausgehend von diesem Buchstaben-Enkramm, habe ich mir dann mal alle Wörter aus dem Untersuchungskorpus ausgeben lassen, die diese Buchstabenabfolgen enthalten, und habe dann mal die Wörter genauer untersucht, also hinsichtlich, also dahingehend, ob die Wörter sich eher dem Inhalt oder dem Stil zuordnen lassen. Ja, meine Untersuchungsgrundlage waren Forenbeiträge von insgesamt 38 verschiedenen Autoren. Die Beiträge haben so zwischen 32.000 und 93.000 Wortformen umfasst und stammen aus drei verschiedenen Online-Foren. Also zum einen dem Zwicke-Forum, was sich an Jugendliche richtet, in und um Zwickau, wo Freizeitaktivitäten besprochen werden, Partybilder geteilt werden und alles Mögliche. Dann habe ich den Seniorentreff, also einige Autoren aus dem Seniorentreff mit einbezogen. Wie der Name schon sagt, eher ältere Personen, die sich da austauschen über verschiedene Dinge. Und zu guter Letzt habe ich das Tiazzi-Forum, also verschiedene Autoren aus dem Tiazzi-Forum mit einbezogen. Hier auf der rechten Seite ist auch ein Screenshot zu sehen. Das ist ein Neonazi-Forum oder ein rechtsorientiertes Forum, was auch so im Internet gar nicht mehr verfügbar ist, was schon vom Netz gegangen ist. Ja. Aber so insgesamt sozusagen sehr heterogene Autorschaft, also Autoren verschiedensten Alters, und auch der Inhalt ist eben sehr verschieden, zu dem die Beiträge verfasst wurden. Also da wurde Musik diskutiert, natürlich Politik, also alles Mögliche, das war sehr breit angelegt, der Inhalt. Auf der linken Seite sieht man mal, wie die Untersuchungstexte ausgesehen haben. Und zwar ist das schon ein Part-of-Speech-Tagging erfolgt. Das heißt, zu den einzelnen Wortformen wurde dann jeweils noch die Grundform und die Wortart zugeordnet. Das heißt, man muss den Text sozusagen von oben nach unten lesen. Die jeweilige Wortform findet sich immer ganz am Ende der Zeile. Und wir haben dann eben noch zusätzliche Informationen zu dem Autor, wann der Text verfasst wurde, um welches Forum es sich handelt und so weiter. Aber ich gehe dann auch noch mal später genauer auf diese Struktur ein. Ausgehend von diesen Texten habe ich dann Buchstaben-Engramme extrahiert von variabler Länge. Das ist auch so üblich in der Forschung. Also Buchstaben-Engramme der Länge n gleich 2 bis n gleich 6, also Bigramme bis Hexagramme. Und die Buchstaben-Engramme treten natürlich mehrmals auf. Also ganz einfaches Beispiel, die Kombination des Bigramm EI tritt natürlich auch jetzt hier, wenn man sich mal den Text anschaut, gleich an erster Stelle bei bei auf, oder bei einem haben wir die Kombination EI vorherrschend. Und das heißt, ich habe die Engramme in der Häufigkeit bzw. in ihrer Frequenz erfasst. Also wie häufig treten die Buchstaben-Engramme in dem Text auf. Dann habe ich die 5000 häufigsten Buchstaben-N-Gramme mit ihrer Häufigkeit, mit ihrer Frequenz in einer Matrix gespeichert. Das heißt, wir haben jetzt ganz links die verschiedenen Buchstaben-N-Gramme. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus der Matrix. Oben dann jeweils der Autor, der jetzt geschwärzt wurde aus Gründen der Privatsphäre. Und dann jeweils zu dem Buchstaben N-Gramm wird dann die Frequenz zugeordnet, die relative Frequenz. Das heißt, wie häufig tritt das Buchstaben N-Gramm bei dem jeweiligen Autor auf? Relative Frequenz heißt eben, dass wir den absoluten Wert durch die Gesamtwortzahl des jeweiligen Beitrages oder der jeweiligen Beiträge teilt, damit eben insgesamt die Werte vergleichbar sind. Das heißt, wir haben ja einzelne Autoren, die sehr, sehr viel geschrieben haben. Und damit diese Häufigkeitswerte vergleichbar sind, werden eben die Häufigkeiten durch die Gesamtwortzahl des jeweiligen Autors geteilt. Ja, es ging ja jetzt darum, ich habe jetzt sozusagen 5000 verschiedene Buchstaben-Engramme mit ihren Frequenzen vorliegend. Und es geht jetzt darum, die informativsten Buchstaben-Engramme zu erfassen. Also, oder welche Buchstaben-Engramme eignen sich am besten für die Autorenattribution? Da habe ich zunächst über
ja, die Entropieberechnung, über eine Entropieberechnung schon mal 300, ja, die 300 informativsten Buchstaben in Kramer ermittelt. Das heißt im Prinzip ganz einfach mal erklärt, wenn wir jetzt einen Buchstaben n Gramm hat, was sich bei verschiedenen Autoren in seiner Frequenz stark unterscheidet, also unterschiedliche Frequenzen bei verschiedenen Autoren aufweist, dann nimmt das Buchstaben n Gramm einen hohen Entropiewert ein und man kann auch sagen, dass es sehr informativ ist, weil es ermöglicht mir, zwischen den verschiedenen Autoren zu unterscheiden, weil ich kann sagen, bei dem Autor tritt das n Gramm sehr häufig auf, bei dem anderen Autor tritt es eher selten auf, also kann ich schon zwischen verschiedenen Autoren unterscheiden. Wenn ich jetzt einen Buchstaben n Gramm habe, was überall über verschiedene Autoren hinweg gleiche Frequenzen aufweist oder sagen wir mal sehr ähnliche Frequenzen, dann ist das ja nicht sehr hilfreich, um zwischen den Autoren zu unterscheiden. Demzufolge innerhalb der Entropieberechnung haben dann solche Entgramme auch sehr niedrige Werte eingenommen. Insofern konnte ich die Entropieberechnung durchführen und habe dann die 300 Buchstaben-Entgramme mit den höchsten Entropiewerten sozusagen ja ausgewählt und dann hat sich ja ein weiterer Auswahlschritt sozusagen angeschlossen, und zwar über einen maschinellen Lernprozess mithilfe des Programms R. Ganz links sieht man das auch nochmal. Das ist ein im Netz frei verfügbares Programm für statistische Berechnungen. Und ich habe dann ein spezielles Package ausgeführt, Random Forest nennt sich das. Deshalb habe ich hier auch nochmal ein schönes Bild mit ganz vielen verschiedenen Bäumen ja mit auf die Folie genommen. Das heißt eben, mithilfe dieses Packages speise eben die 300 informativsten Buchstaben-N-Gramme mit ihren dazugehörigen Frequenzen in dieses Programm ein. Und auf dieser Basis werden dann ja, viele verschiedene Entscheidungsbäume gebildet, insgesamt 500 verschiedene. Und jeder Entscheidungsbaum trägt dann bei der, zu der Autorenklassifikation oder Autorenattribution bei. Damit man sich das mal ein bisschen genauer vorstellen kann, habe ich mal einen Ausschnitt von einem Entscheidungsbaum ausgewählt. Man muss sich das sozusagen so vorstellen. Kurze Erklärung noch, das X, was hier jeweils zu sehen ist, dabei handelt es sich um die Leerzeichen, die ja auch mit in die Entgramme mit eingeflossen sind. So, wie funktioniert jetzt die Autorenattribution? Ich habe jetzt sozusagen die Buchstaben-Entgramme mit ihren Frequenzen. Wenn ich jetzt einen Autor zuordnen möchte, dann sage ich eben, okay, ich gehe von dem ersten N-Gramm Leerzeichen das Leerzeichen aus und sage, okay, wenn das N-Gramm eine Frequenz aufweist, die kleiner ist als 0,446 und wenn gleichzeitig das N-Gramm ich eine Frequenz aufweist, die kleiner ist als 0,6 und zusätzlich noch das N-Gramm, was Leerzeichen WE, eine Frequenz aufweist, die größer gleich 0,357 ist, dann kann es sich eben nur um den Autor handeln, der sich jetzt eben unter dieser Terminal Node verbirgt. Also ich gehe den Baum schrittweise sozusagen ab, treffe dann an jedem Knoten eine Entscheidung und gelange dann am Ende zu dem Autor. Das heißt, wenn ich jetzt einen anonymen Text habe, muss ich eben zunächst aus diesem Text die N-Gramme auszählen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich dann dieselben Buchstaben-N-Gramme vorliegen habe, die auch in dem Baum dargestellt werden. Dann nehme ich mir sozusagen die N-Gramme von diesem anonymen Text und gehe den Baum dann eben schrittweise ab, je nachdem, welche Frequenzen die N-Gramme aufweisen und kann dann eben so theoretisch eine Klassifikation vornehmen. Also wenn es gut läuft, dann komme ich ja halt am Ende irgendwo an einem Blatt aus raus und habe dann sozusagen, ja, ein Autor bestimmt, also den wahrscheinlichsten Autor dann des Textes bestimmt. Ja, in meiner Untersuchung ging es ja nicht direkt um eine Autorenbestimmung, sondern es sollte, ich wollte ja lediglich die Buchstaben-N-Gramme erhalten, die eben am entscheidendsten sind für die Klassifikation. Und das Praktische ist, bei diesem Random Forest Algorithmus kann man sich die Wichtigkeit der Variablen ausgeben lassen. Das heißt, ich habe dann eine Liste mit Werten erhalten und bei diesen Buchstaben-N-Gramm, die eben die höchsten Werte aufwiesen, handelt es sich dann um die Buchstaben-N-Gramme, die bei der Autorenattribution am entscheidendsten sind. Genau, die wichtigsten Buchstaben-N-Gramme. Und mit dieser Grundlage dann konnte ich eben den zweiten Schritt anschließen und
habe dann eben alle Wortformen aus demselben Personenkorpus extrahiert, die eben das jeweilige Buchstaben-N-Gramm enthalten haben. Also für jedes Buchstaben-N-Gramm habe ich alle Wortformen extrahiert. Und ich habe ja das Beispiel erst schon mal gezeigt. Also der Text liegt in getaggter Form vor. Das heißt, praktischerweise konnte ich dann zu der Wortform noch die Wortart ermitteln und auch die Grundform und dann eben diese zusätzlichen Informationen noch mit nutzen für die Auswertung. Ja, jetzt komme ich zum interessanten Teil, zu meinen Untersuchungsergebnissen. Ich habe mir zunächst mal die 100 aussagekräftigsten Buchstaben-N-Gramme genauer angeschaut und mal geschaut, was sind das überhaupt jetzt für Buchstaben-N-Gramme, die wir jetzt noch vorliegen haben. Dabei ist rausgekommen, dass am häufigsten Bi- und Trigramme vertreten waren und das stützt auch die gängige Auffassung innerhalb der Forschung, dass insbesondere kürzere Buchstaben-N-Gramme für die Autorenattribution geeignet sind. Lediglich 4 der 100 aussagekräftigsten Buchstaben-N-Gramme enthalten Großbuchstaben. Das heißt, diese Informationen können eigentlich nicht so wichtig oder nicht so kennzeichnend sein. Über die Hälfte der N-Gramme setzt sich aus mindestens einem Leerzeichen zusammen. Das heißt, hier bestätigt sich auch die These, dass Leerzeichen ja wichtige Informationsträger sind. Also, wie ich schon gesagt habe, dann eben darstellen, ob ein Buchstabe sich am Ende eines Wortes oder am Anfang eines Wortes befindet. Und lediglich ein Gramm war enthalten, was aus einem Wortübergang besteht. Das heißt, auch diese Information, welche Reihenfolge die einzelnen Wörter in dem Text aufweisen oder in welchem Kontakt die Wörter zueinander stehen, scheint zunächst erst einmal nicht so entscheidend zu sein. Zumindest, wenn man sich eben die ersten 100 Buchstaben-N-Gramme anschaut. Da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, also nur so als erste Orientierungswerte, eventuell, wenn ich mir jetzt die ersten 200 aussagekräftigsten Buchstaben-N-Gramme angeschaut hätte, wäre das vielleicht auch noch mal ein bisschen, hätte sich das vielleicht noch mal ein bisschen verändert. Aber so als Tendenz kann man das schon erstmal stehen lassen. Wie bin ich dann weiter vorgegangen? Ich habe eben dadurch, dass ich für jedes N-Gramm die Wortform habe und zusätzlich auch die Wortarten ermittelt habe, habe ich zunächst den Anteil aller Wortarten ermittelt für das entsprechende Buchstaben-N-Gramm, also und zu welchen oder unter welchen Wortarten ist das Buchstaben-N-Gramm, das jeweilige Buchstaben-N-Gramm zu finden. Dann habe ich zusätzlich mithilfe der Wortform eine Wortfeldanalyse durchgeführt. Das heißt, ich habe versucht, die Wörter in bestimmte semantische Felder oder in bestimmte inhaltliche Kategorien einzuordnen. Das ist natürlich sehr schwierig und auch ein bisschen subjektiver Vorgang, weil man hat ja keine festen Kategorien, um diese Wörter in bestimmte Kategorien einzuordnen. Von daher hätte das jetzt sicherlich jemand anders, der die Untersuchung durchgeführt hätte, anders zugeordnet. Aber um eben überhaupt erstmal fassbar zu machen, um welche Wortform es sich überhaupt handelt und in welchen Kategorien die Wortformen überhaupt auftauchen. Zu guter Letzt habe ich noch eine Wortfamilienanalyse durchgeführt. Das heißt, alle Wörter erfasst, nochmal gesondert, die dieselbe Wurzel aufweisen. Dann auch nochmal die Anteile unter allen Wortformen festgehalten, den Anteil unter allen Wortformen. Dann möchte ich jetzt nochmal speziell auf meine Untersuchungsergebnisse eingehen. Also das heißt jetzt wirklich zu speziellen Buchstaben-N-Gramm. Das heißt, ich habe mir jetzt einzelne Buchstaben-N-Gramme ausgewählt, die recht interessant erstmal erschienen unter den aussagekräftigsten und habe dann eben eine genauere Untersuchung vorgenommen. Also zum Beispiel das Bigramm SS oder Doppel-S. Hier hat sich gezeigt, also eine interessante Beobachtung, dass ein spezifischer Fehler als Stilmerkmal erfasst wurde, und zwar die Doppel-S-Schreibung anstelle von SZ, also in Form wie ich weiß oder Spaß oder Grüße. Die Doppel-S-Schreibung, die ja eigentlich nicht korrekt ist, weil es ja eigentlich die Kürze eines Vokals anzeigt, aber einige Menschen haben sich ja das angewöhnt und halten das dann auch konsequent durch. Und das ist natürlich ein Kennzeichen, womit ich schon mal Autoren unterscheiden kann.
genau dann das Bikram DI. Hier muss ich nochmal vorher sagen, bei den kürzeren Bikram, bei den kürzeren N-Gramm, also Bikram oder Trigramm, hat sich insgesamt gezeigt, dass sich diese N-Gramme auf sehr viele verschiedene Wortformen und auch auf sehr viele verschiedene Wortarten aufteilen. Das heißt, es ist schwer fassbar, auf welche Wortformen sich diese Buchstaben-N-Gramme überhaupt beziehen. Und auch die Wortarten sind eben sehr verteilt. Aber es gibt eben auch Sonderfälle, wie zum Beispiel bei dem Bikram DI. Hier bestätigt sich eben die Vorannahme, die ich in dem Zusammenhang hatte, dass eben verstärkt Artikel in der Form von die und Pronomina, also dieser, die und dich, erfasst werden. Und hier kann man eben wirklich auch sagen, dass es sich um Stilmerkmale handelt. Bei den Pronomen ist es immer ein bisschen kritisch, aber eigentlich handelt es sich bei Artikeln und Pronomen um Funktionswörter. Und hier habe ich ja schon herausgestellt, dass Funktionswörter eben als Stilmerkmale genutzt werden in der Autorenattribution. Dann ja, Buchstaben-N-Gramme, die Leerzeichen enthalten. Ich habe ja schon gesagt, dass Leerzeichen wichtige Informationsträger darstellen. Hier hat sich eben gezeigt, bei der Wortfeldanalyse bezogen auf das Bikram-Leerzeichen groß D, dass viele Adverbien erfasst werden mit verweisender Funktion wie dazu, darüber, darauf, daraus, darin oder eben auch Adverbien als Einleitung einer zeitlichen oder kausalen Folge wie dann, danach, daraufhin, deshalb, daher oder deswegen. Das Interessante hierbei ist, dass es sich hierbei um zum Teil um synonyme Begriffe handelt, wie beispielsweise bei deshalb, daher oder deswegen. Das heißt, Begriffe, die wir an einer bestimmten Stelle des Satzes austauschen können. Hierbei handelt es sich auch auf jeden Fall um Stilmerkmale, denn ich habe es ja schon mal erwähnt, man geht davon aus, dass jeder Mensch bestimmte Formen bevorzugt. Der eine sagt dann eben, daher habe ich länger geschlafen, der andere sagt, deswegen habe ich länger geschlafen. Das sind also Formen, die auch einen Autor kennzeichnen, die uns dabei helfen, dann einen Autor zu überführen. Das Problem ist aber, mit dem Bikram Leerzeichen groß D können wir eben lediglich die einzelnen Begriffe erfassen, in ihrer Häufigkeit auch, aber wir können eben nicht zwischen den Begriffen differenzieren. Da gibt es dann andere Ansätze auch innerhalb der Autorschaftsattribution, wo eben adäquat mit den Synonymen umgegangen wird. Also hier ist das Problem, dass wir lediglich die Häufigkeit erfassen können, aber wir können eben nicht erfassen, welchen Begriff gebraucht der Autor häufiger insgesamt, also gebraucht der Autor daher häufiger oder deswegen häufiger. Das ist halt mit dem Bikram groß D nicht möglich. Als weiteres Beispiel das Trigramm ST. Auch hier hat sich eine interessante Beobachtung ergeben. Und zwar finden sich umfangreichere Wortfelder zu Äußerungsvorgängen wie meinen, sagen oder sprechen, Denkprozessen wie glauben, denken, verstehen oder auch Verweisen auf kognitive Fähigkeiten wie wissen oder kennen. Und wenn man sich das Trigramm näher anschaut, ST, wird klar, dass diese Verben nur in der zweiten Person Singular erfasst wurden. Das heißt, nur in der Form du denkst, du sagst, du kennst. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, dass Forentexte untersucht wurden, dann ist klar, dass das sich dass ein ganz charakteristisches Element von Forendiskussionen erfasst wurde. Und zwar indem Leute, wenn ich jetzt einen Beitrag verfasse, beziehe ich mich ja meistens auf etwas Gesagtes. Und dann sind eben solche Formen kennzeichnet wie du meinst das, du glaubst das, du denkst also das. Und dann schließt man seine eigene Meinung an. Das sind sozusagen dann auch Bestandteile von indirekten Zitaten. Und in dem Zusammenhang kann man aber nicht von einem Stilmerkmal sprechen. Denn das sind Merkmale, die eben für zum Beispiel Texte, die innerhalb eines Forums verfasst wurden, kennzeichnend sind. Also die innerhalb von Forendiskussionen eben beispielsweise tauchen diese Formen sehr häufig auf. Während wenn ich jetzt eine andere Textsorte habe, also zum Beispiel ein Brief, beim Brief könnte es eventuell auch so sein, aber zum Beispiel eine Autobiografie oder was auch immer, wo eben dieses dialogische Element fehlt, dann ist davon auszugehen, dass solche Formen eben nicht so häufig auftreten.
man spricht in dem Zusammenhang auch von genrespezifischen Formen, also Formen, die jetzt auch für die Autorschaftsattribution nicht hilfreich sind. Das überspringe ich mal ganz kurz. Ich gehe nur noch mal unten auf den Punkt 4 ein. Und zwar habe ich auch mal Buchstaben in Kramme-Nähe untersucht, die ein vollständiges Lexem oder ein vollständiges Wort erfassen. Also beispielsweise das Trigramm und. Und ich habe mir dann mal noch das Tetragramm Leerzeichen und dazugenommen, um mal auch zu schauen, welche Rolle die Leerzeichen spielen. Und da hat sich eben gezeigt, dass sich das erste Trigramm und noch relativ breit unter verschiedenen Wortarten verteilt. Das heißt, es taucht in Konjunktion auf, das ist natürlich ganz klar, aber eben auch zu 11,3% in Nomen, teilweise auch in Adjektiven und in Vollverben. Wenn wir jetzt zusätzlich aber noch das Leerzeichen mit dazu nehmen, dann ist natürlich schon mal eingeschränkt, dass das Wort und nicht im Wortinneren auftreten kann beispielsweise. Und dann sehen wir schon, dann haben wir eben 99,7% Konjunktion. Das heißt, dann ist es relativ eindeutig, dass sich dieses N-Kram eben eigentlich nahezu ausschließlich auf die Konjunktion und bezieht. So, was können wir insgesamt schlussfolgern? Also, ich bin insgesamt zu den Schlussfolgerungen gelangt, dass Buchstaben-N-Kramme, einzelne Buchstaben-N-Kramme tatsächlich Stilmerkmale erfassen. Also beispielsweise Fehler, umgangssprachliche Form oder eben auch Funktionswörter. Buchstaben-N-Kramme beziehen sich aber eben häufig auch auf den Inhalt oder das Genre der Texte. Besonders bei den kürzeren Buchstaben-N-Krammen kann man das eben nicht so genau einschränken. Da sind auch sehr viele Inhaltswörter, die damit erfasst werden. Und weiterhin sind auch die Untersuchungsmöglichkeiten eingeschränkt, da eben die Buchstaben-N-Kramme werden nur in den Häufigkeiten oder Überhäufigkeiten erfasst und somit kann ich eben zum Beispiel auch nicht zwischen Synonymen unterscheiden, wie ich das erst schon mal dargestellt habe, sondern man erfasst lediglich, wie häufig eine bestimmte Form auftritt. Ja, ein zentrales Dilemma, was da auftritt, die Stiftung Warentest hat schon so ein bisschen vorausgesehen, 1984 mit dem Artikel, die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Das Problem ist, dass kurze Buchstaben-N-Kramme, also Bi- und Trigramme, zwar die besten Ergebnisse im Rahmen der Autorenattribution ermöglichen, also die genauesten Werte, dass aber eben überhaupt nicht eindeutig feststellbar ist, auf welche Wortformen sich diese Buchstaben-N-Kramme konkret beziehen, dass sie sich eben sehr breit verteilen. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, wird da jetzt wirklich der Stil gemessen oder wird da eher der Inhalt erfasst. Und bei längeren Buchstaben-N-Kramen ist es etwas leichter festzustellen, was gemessen wird. Aber hier haben wir das Problem, dass sich diese Buchstaben-N-Kramme eben als weniger effektiv im Rahmen der Autorschaftsattribution erweisen. Und dann möchte ich schließlich noch auf ein ganz großes Problem eingehen, was vielleicht auch meinen Vortrag an sich ein bisschen verdeutlicht hat, weil ich mir vorstellen kann, dass einige Fragezeichen aufgetaucht sind bei solchen forensischen Untersuchungsmethoden, also Methoden der Autorenattribution, es ist ganz wichtig, dass diese Methoden vor Gericht nachvollziehbar begründet werden können. Also wenn ich jetzt einen Fall habe, ich überführe einen Autor, dass er ein bestimmtes Schreiben verfasst hat und es soll eben auch als Beweis vor Gericht dienen, dann muss eben die Methode, mit der ich diesen Autor oder diesen Kriminellen überführt habe, nachvollziehbar dargestellt werden können. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass eben da ein Experte sagt, ja, ich habe den und den überführt, weil bestimmte Buchstabenkombinationen, also die und diese Buchstabenkombinationen sind sehr häufig aufgetreten. Das war bei den Vergleichsschreiben so und in dem anonymen Dokument war es auch so. Also handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den Autor. Dann entstehen natürlich viele Fragezeichen bei den anderen Leuten, weil man sich nicht so richtig vorstellen kann, was jetzt damit gemeint ist mit bestimmten Häufigkeiten von Buchstabenkombinationen. Es ist einfach schwer fassbar. Und von daher sind natürlich erstmal noch weitere Untersuchungen notwendig, um eben zu überprüfen, was überhaupt jetzt mit den Buchstaben in Gramm gemessen wird. Und so lässt sich auch ein grundlegendes Fazit ableiten, also eine Erkenntnis, die ich noch gern weitergeben möchte. Und zwar
Ja, insgesamt computergestützte Verfahren liefern eben bei der Autorenattribution sehr erfolgsversprechende Ergebnisse und werden natürlich in Zukunft auch noch näher ausgebaut werden. Aber der Mensch vor der Maschine ist sozusagen nicht ersetzbar, sondern es ist eben ganz wichtig, und das wird eben teilweise vernachlässigt, dass die Verfahren genau überprüft werden, und zwar dahingehend, ob wirklich das gemessen wird, was gemessen werden soll. Und bei der Autorenattribution ist es eben der Stil eines Autors, der gemessen werden soll. Und ich muss dann halt stets die Methoden überprüfen, dahingehend, was gemessen wird. Genau. Damit bin ich jetzt erstmal mit meinem Latein am Ende sozusagen. Und ich möchte jetzt auch den Moment jetzt noch mal ganz kurz nutzen, um mich insgesamt zu bedanken bei Herrn Scharlott in erster Linie, der das hier alles ermöglicht hat überhaupt, ohne den die Arbeit sicherlich gar nicht möglich gewesen wäre. Auch bei meinen Freunden zu bedanken, die mir bei der ein oder anderen statistischen Berechnung bis hin zum Druck der Arbeit, die mich dabei unterstützt haben, und auch bei meiner Familie, die mir den Rücken freigehalten hat. Und schließlich möchte ich mich auch bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit und bin natürlich jetzt noch gespannt, ob irgendwelche Fragen geblieben sind. Vielen Dank. Ja, da kommt gleich die erste Frage. Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Mich hat der Vortrag schon alleine vom Titel sehr an etwas erinnert, was ich hier vor 8 Jahren, also nicht hier, sondern in der Scheune bei den Datenspuren gehört habe. Da ging es um André Holm, der genau durch eine Autorenanalyse, da aber über Inhalte, nicht über den Stil erkannt wurde. Am Ende war er es nicht. Da sehe ich das große Risiko. Und da stellt sich für mich nur die Frage, wie das am Ende vor Gericht verwertet werden kann und begründet werden kann, sondern auch wenn die Polizei das verwendet, nur zur Ermittlung und nicht, um dann jemanden das als Beweis unterzuschieben, damit zu überführen, sondern nur, um den eigenen Verdacht, den Anfangsverdacht zu haben, bedeutet das für den Betroffenen, das sind schon ganz schön harte Konsequenzen. Und wenn sich das wie in seinem Fall dann nicht erhärtet, das kann ja auch wieder gut begründet werden, dass er konspirativ arbeitet, weil er verdächtig ist und nur deswegen nichts erkannt wird. Was mich wirklich interessieren würde jetzt als nächstes, wie hoch war die Genauigkeit, wie gut kannst du Autoren wiederfinden? An der Stelle, denke ich, ist deine Datenbasis ein bisschen klein mit den 40 Autoren aus 3 Foren, die sich doch sehr stark unterscheiden. Ich fände es richtig spannend, wenn du dir größere Datensätze nehmen könntest, irgendwie Projekt Euler, irgendwie andere freie Bücher, freie Dokumente, wo du ganz viele Autoren mit ganz langen Texten findest, das entsprechend anlernst und dann mal dir kleine Textausschnitte rausnimmst und guckst, wie gut kann er Textausschnitte in einer bestimmten Größe einem Autor zuweisen, aus einer bestimmten Größe von, also einer bestimmten Gruppe von Autoren. Mhm. Und wenn du das mal aufplotten könntest, wie lang die Texte sein müssen und wie groß die Gruppe der möglichen Autoren ist und wie gut dann die Ergebnisse sind. Das finde ich richtig spannend. Okay, dann vielen Dank erstmal für die Anmerkung. Es ist tatsächlich so, dass ich ein sehr großes Autorset verwendet habe. Also es ist eigentlich nicht üblich, so viele Autoren zu verwenden, 38 verschiedene Autoren. In den meisten Studien sind es tatsächlich weniger Autoren. Dann haben wir eben 20 Autoren, 15 verschiedene Autoren. Und Ziel jetzt in meiner Untersuchung war ja auch speziell erstmal nicht unbedingt eine Methode zu entwickeln, die sehr genau arbeitet, sondern eben mal mir diese Features, werden die eben genannt, die Buchstaben in Gramme näher anzusehen, also sozusagen auf diesen Bereich einzugehen. Also die Genauigkeit stand jetzt erstmal nicht im Vordergrund. Das ist ein Bus, also soll keine Kritik an der Arbeit sein. Aber es wäre ein nächster Schritt, den ich sehr spannend fände. Mhm. Genau, das wäre natürlich auch
naheliegende Konsequenz, dann auch die Methode auszuweiten, verschiedene Algorithmen auch zu testen, weil es gibt natürlich verschiedene Ansichten, verschiedene Algorithmen, die da verwendet werden, auch zum Beispiel verschiedene maschinelle Lernalgorithmen, und dass man dann einfach das nochmal auf eine breitere Basis stellt, das heißt nochmal das Untersuchungskorpus ausweitet, natürlich andere Untersuchungskorpora einbezieht. Das ist eben auch immer eine sehr schwierige Frage, welches Untersuchungskorpus ich verwende. In der Forschung werden dann teilweise Korpora verwendet, die vom Inhalt gleichgeschaltet sind, auch von den Autoren relativ gleichgeschaltet, um eben solche Einflüsse zunächst erstmal auszuklammern. Und da ist aber dann grundsätzlich die Schwierigkeit, dass wir da eben von der Realität wegkommen. Deshalb habe ich auch speziell erstmal sehr breit das angelegt, sehr heterogene Autoren einbezogen, verschiedene Inhalte. Aber das ist natürlich richtig. Also um das auf eine breitere Basis zu stellen, kann man da natürlich nochmal, und müsste man da auch nochmal variieren mit den Faktoren. Noch eine weitere Frage. Ja, ich wollte noch mal fragen zu deinen Korpora, die du benutzt hast, also die drei Foren. Hast du dir mal den Spaß erlaubt, im Nachhinein zu gucken, ob es da signifikante Unterschiede zwischen diesen drei Foren gibt, die man so erkennt? Ja, na, es gibt tatsächlich einige Unterschiede. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt das Seniorenforum vornimmt, dann sieht man natürlich, dass auch ältere Schreibweisen vorherrschen, auch bei der Wortwahl dann eben bestimmte Wortwahl, wo man eben sieht, dass benutzen junge Leute einfach nicht mehr bestimmte Wortformen. Und ja, teilweise auch inhaltlich dann natürlich Unterschiede, dass man dann eben auch bei diesem rechtsorientierten Forum dann bestimmte Begriffe, eine bestimmte Terminologie hat, die da sehr kennzeichnend ist, eben diese Rassenideologie oder diese bestimmte Rassenbegriffe, die dann eben durchkommen. Also da gab es schon einige Unterschiede. Genau, und bei den jüngeren Leuten dann eben zum Beispiel auch höhere Fehlerraten zum Teil. Also da gab es schon einige Unterschiede. Okay, wenn man sowas hört, dass man tendenziell irgendwie automatisiert Leute erkennen kann anhand ihres Schreibstils, und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dass es ja durchaus irgendwie Unternehmen gibt, die über große Datenbasen verfügen, Google, Facebook, wie auch immer, dann stellt sich ja eigentlich die Frage, wie könnte ich sowas unterbinden? Weißt du, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, wie automatisiert der Schreibstil irgendwie möglicherweise abgeändert werden kann? Oder wie man sich dagegen wehren kann, dass sein Schreibstil auf solche Patterns untersucht wird? Da gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, über einen Übersetzer zu gehen, das heißt mit Hin- und Rückübersetzung. Da haben wir aber das Problem, dass das nicht so zuverlässig funktioniert. Also da geht dann einfach die Bedeutung flöten, wenn ich das über den Übersetzer schicke. Es gibt aber auch schon bessere Methoden, wo es auch wirklich nachweislich gelungen ist, dann halt solche Systeme zu täuschen. Und zwar, indem man sich einfach diese Erkenntnisse von den Systemen zunutze macht. Das heißt, ich schreibe jetzt einen Text, den ich verfälschen will, und lege noch ein paar Vergleichstexte bereit, die eben auch von mir verfasst wurden. Und dann lasse ich mal so einen Attributionsalgorithmus durchlaufen. Und dann stelle ich ja fest, was findet dieser Algorithmus, also welche Wortform findet er. Und dann auf der Basis kann ich dann eben diese Wortform gezielt rausnehmen. Und da gibt es eben auch schon Ansätze, das wirklich dann voll automatisiert zu machen, dass das System diese Wortform erkennt und dann eben entsprechend ersetzt. Das wäre eine gute Möglichkeit in dem Hinblick. Dazu vielleicht gleich als Anschluss, ist es damit auch möglich, dass ich einen Text fingieren kann, also einen Text so schreibe, dass er aussieht, als hätte es hätte ihn ein anderer Autor geschrieben? Ja, das ist tatsächlich auch sehr gut möglich, und solche Systeme, also Autorschaftsattributionssysteme, maschinelle Systeme, lassen sich auch davon sehr gut täuschen. Also wenn ich jemanden imitiere, dann ist wirklich rate auch sehr hoch, dass ich das System dann tatsächlich täuschen kann und dann den Verdacht auf jemand anderen lenken kann. Also das ist gut möglich. Danke. Ich habe noch eine eigentliche Frage gehabt. Und zwar, du hast ja sehr viele Forenbeiträge von einzelnen Autoren, 38 hast du gesagt, untersucht. Inwieweit gibt es da Ausreißer von einzelnen Beiträgen? Ich meine, es waren wahrscheinlich auch öfters mal kurze Texte, und in der Summe waren sie ausreichend lang, um diese statistischen Untersuchungen durchzuführen. Aber ich frage mich immer, ob es da mal nicht mal so einen Beitrag gibt, wo jemand über was ganz anderes schreibt, über einen ganz neuen Thread aufmacht, und was dann überhaupt nicht so in das Schema reinpasst, schlussendlich dann zu Verzerrungen in der Statistik führt. Das ist natürlich gut möglich, aber dadurch, dass eben die Textbasis so groß ist, also wir haben ja 32.000 bis 90.000 verschiedene Wortformen vorliegen,
sind dann solche Bereiche fallen dann weniger stark ins Gewicht. Also wenn wir jetzt einen Beitrag haben, der so ein bisschen ausreißt, dadurch, dass wir eben so eine große Textmenge haben, es gibt da eben auch verschiedene Verfahren, um da eben auch solche Einflüsse zu verhindern, indem man eben zum Beispiel die Abschnitte alle in gleich große Abschnitte unterteilt und das dann untersucht. Also das, wie gesagt, also im Hinblick auf diese große Textmenge sind da solche Ausreißer eigentlich, fallen da nicht so schwer ins Gewicht. Also du meinst das anonyme Schreiben sozusagen. Das ist natürlich schwierig, auch bei den maschinellen Methoden, wenn bei diesen anonymen Schreiben handelt es sich ja um sehr kurzes Schreiben. Und von daher habe ich da natürlich eine gewisse Fehlerrate, einfach aufgrund der Kürze des Schreibens. Das ist ganz klar. Ja, welche Trefferwahrscheinlichkeit hast du nun erzielt in deinen Untersuchungen? Wie gesagt, Trefferwahrscheinlichkeit war bei mir jetzt nicht so entscheidend, das habe ich jetzt auch nicht gemessen, aber es gibt eben vergleichbare Untersuchungen, die diese Buchstaben-N-Kramme nutzen und da wirklich sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeiten erreichen. Also das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil das wirklich immer auf das Untersuchungskorpus ankommt. Wie groß ist das Korpus? Weil wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Korpus habe, sehr, sehr viele verschiedene Autoren, dann ist natürlich eine Trefferwahrscheinlichkeit von 68% schon ganz gut. Wenn ich aber jetzt nur 5 verschiedene Autoren habe und ich habe 90% Trefferwahrscheinlichkeit, ist das schon eher ein bisschen niedriger anzusetzen. Aber so ganz allgemein kann man sagen, dass die Methode sehr hohe Genauigkeiten ermöglicht, also wirklich sehr erfolgsversprechend auch innerhalb der Forschung angesehen wird. Ich will euren Diskussionsdrang nicht zu sehr eingrenzen, aber ich würde noch sagen, 2 Wortmeldungen, kurze Fragen, kurze Antwort und dann machen wir Schluss. Okay, mich würde noch interessieren, wie konsistent denn diese sprachliche Charakteristik über verschiedene Textformen ist vom gleichen Autor. Mhm. Ich kann mich an einen Vortrag erinnern hier, das war vor 3 Jahren, glaube ich, ging es um ein ähnliches Thema. Und da kam dann eher so als Fazit raus, dass das eher geeignet ist, um dann verschiedene Textformen zu finden. Ja, das ist das große Problem. Auch bei Buchstaben-N-Krammen, da ist nochmal was ganz Wichtiges angesprochen worden auf jeden Fall. Also Buchstaben-N-Kramme werden eben auch eingesetzt, um Textsorten zu unterscheiden oder eben auch um Texte hinsichtlich ihres Inhalts zu unterscheiden, zu klassifizieren dann zum Beispiel. Da haben wir auf jeden Fall einen Einfluss vorliegen. Also die Textsorte nimmt auf jeden Fall Einfluss. Man versucht das natürlich zu vermeiden, indem man eben sich eben nicht auf den Inhalt konzentriert, sondern wirklich versucht, eben Stilaspekte einzubeziehen. Aber das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil eben auch natürlich es ein Stück weit auch stilistische Merkmale durch die Textsorte beeinflusst werden. Einfach. Also es ist eine ganz schwierige Frage, das eben zu trennen. Und man hat da oft Einflüsse durch die Textsorte. Deshalb innerhalb der Forschung wird dann eben auch versucht, das ein Stück weit gleichzuschalten, solche Einflüsse erstmal zu verhindern, indem man eben nur Texte der gleichen Textsorte verwendet. Aber damit ist das Problem natürlich nicht gelöst und ist auch innerhalb der Forschung noch ein großes Problem. Ich hätte noch eine Frage. Kann man innerhalb eines Textes herausfinden, ob sich ein Abschnitt unterscheidet? Ist das machbar? Reicht das? Das ist machbar. Das wird auch eingesetzt zum Beispiel zur Plagiatserkennung unter anderem. Mit der Methode ist es vielleicht schwierig über Buchstaben-N-Kramme, aber es gibt eben Methoden, die den Text dahingehend untersuchen, ob eben bestimmte Stilumbrüche in den Texten dann zu beobachten sind. Und das mache ich dann, indem ich den Text sozusagen immer abschnittweise durchgehe. Also ich bilde dann immer gleichbleibende Einheiten, so zum Beispiel von 200 Wörtern und schiebe das Fenster dann runter und extrahiere alle Stileigenschaften. Und wenn sich dann sozusagen verschiedene Einheiten unterscheiden, dann kann ich davon ausgehen, dass da an der Stelle vielleicht ein Stilumbruch stattgefunden hat und dann kann ich dann auch solche Bereiche nochmal genauer untersuchen, dahingehend, ob eben, da muss dann sozusagen nochmal ein Sachverständiger ran, der dann gezielt und genau nochmal schaut, ob das Stilumbrüche sind, aber das ist durchaus möglich. Vielen Dank für den Vortrag, für die Diskussion. Applaus